Moin Freunde, jedes Jahr haben wir immer wieder kleine Thematiken wie Activision und Call of Duty bzw. Franchise Call of Duty mit den Entwicklern versucht in jedes Game seit Skill-Based Matchmaking Möglichkeiten reinzubringen, wie Anfänger und Noobs, wie wir sie nun mal bezeichnen, ist ja nur Anfänger übersetzt, Vorteile bekommen, die wir als OGs, die wir als bessere Spieler so gar nicht mitbekommen. Dieses Jahr ist es aber so, dass True Game Data und Exclusive Ace hat sich dem dann angenommen und ich habe das gesehen und dachte, das kann nicht sein. Hab's selber getestet, ihr seht die Aufnahmen auch im Hintergrund, dann seht ihr auch mal, wie sowas eigentlich getestet wird. Und es gibt eine versteckte Spielmechanik, eine versteckte Mechanik zu all den Sachen, die ja sowieso schon drin sind, um Anfängern zu helfen, Kill zu machen. Das heißt, wir haben als allererste Thematik, worüber alleine es sich jetzt nicht lohnt, ein Video zu machen, ich werde es mit ansprechen, das Thema Flinch. Jeder von euch hat es schon mal gesehen, wenn man in alten CODs war es relativ üblich, Flinch zu haben. In WW2 war es ein relativ großes Problem, gerade am Anfang, bis es irgendwann gepatcht wurde. Wenn ich mit meiner Waffe auf einen Gegner ziele und der Gegner schießt mich an, geht, wenn der Flinch hoch ist, mein Visier nach oben. Was bedeutet, ich kann nicht mehr dorthin schießen, wo ich gerade hingezielt habe. Gute Spieler aimen immer Richtung Oberkörper, Brust oder Kopf. Was bedeutet, wenn ich sehr gutes Aim habe, ziele ich automatisch Richtung Hals, Richtung Kopf von dem Charakter. Wenn ich jetzt aber, bevor ich den Schuss abgeben kann, oder ich kann auch nur einen abgeben und werde dann angehittet, geht der nächste Schuss, weil ich am Dauerfeuer bin, vom Kopf oder vom Oberkörper, wo ich drauf war, zu weit hoch. Das heißt, ich schieße über den Gegner. Wenn der Gegner aber, weil er kein gutes Aim hat, irgendwo auf den Bauch zielt oder die Hüfte oder sowas und der Flinch, weil er angeschossen wird, geht nach oben, das ist hier in dem Game extrem aktuell, zielt er plötzlich nicht mehr auf euren Bauch, sondern auf den Oberkörper oder auf dem Kopf sogar, wo mehr Schaden entsteht. Das heißt, das ist eine Variante, wie man dafür sorgt, dass Anfänger, die schlechteres Aim haben, trotzdem in einem 1:1 Gunfight einen Vorteil haben, selbst wenn beide Spieler die gleiche Waffe haben. Das ist natürlich nicht die einzige Mechanik. Es gibt dann immer noch das Thema Time to Kill. Hier haben viele von euch in den Kommentaren geschrieben, dass die Time to Kill extrem schnell ist. Noch schneller als in der Beta. Und das stimmt auch. Das Problem ist, dass zwei Sachen da reinspielen, dass wir das Gefühl haben, dass die Time to Kill instant ist. Das allererste, der Headshot-Multiplier hier in Vanguard liegt bei zwischen 1,6 plus 2,5. Was bedeutet, es gibt einzelne Waffen, das sind die kleinsten sogar, die mit einem Headshot das 1,5-fache und mehr des Schadens machen, den wir auf dem Brust haben, auf dem Bauch, auf die Beine, Füße, Hände, sonst wo. Es gibt Waffen, die haben einen 2,5-fachen Headshot-Multiplier. Was bedeutet, dass man unter anderem mit der BAR aktuell mit einem Headshot und einem Schuss in den Fuß eine Two-Shot-Kill hat. Die Time to Kill, wenn man beide Schuss trifft, ist natürlich insane. Dann gibt es jetzt noch eine weitere Problematik, und zwar haben aktuell drei Waffen einen Aufsatz, den wir so noch nicht gesehen haben, der das Ganze im Prinzip ins Lächerliche zieht. Die M1 Garand, die Typ 100 und die allseits bekannte, beliebte, von allen durchgezogene STG haben den Vital-Waffenkit-Aufsatz. Dieser Aufsatz sorgt dafür, dass der gesamte Schaden, den ihr auf einem Kopf macht, also bei einem Headshot, auch auf den Oberkörper zählt. Was bedeutet, bei der STG zum Beispiel braucht ihr 4 Schuss, um einen Gegner, wenn ihr ihn ganz normal in die Brust trefft, zu töten. Mit dem Aufsatz reduziert sich, das ist übrigens der Time to Kill, von 300 Millisekunden. Wenn ihr jetzt aber diesen Aufsatz wählt und von 4 Schuss nur einen einzigen Richtung Oberkörper trefft und die anderen 3 ganz normal auf den Bauch zum Beispiel, wo man immer hintrifft, reduziert sich die Time to Kill komplett um einen ganzen Schuss. Was bedeutet, dass die gesamte Time to Kill so gravierend runtergeht, dass man denkt, man wird instant erschossen. Und 160 Millisekunden ist im Best Case die Time to Kill. 160 Millisekunden ist länger, als die meisten Waffen brauchen, um aus dem Sprint in die Haltung zu kommen, wo man sie abfeuern kann. Das heißt, diese drei Waffen besitzen diese eine Aufsatzvariante. Jetzt kommt aber das wirklich Extreme, worüber wir heute noch reden wollen.
Bevor wir das aber machen, Leute, möchte ich, das ich glaube, das erste Mal seit 4 Wochen oder so, ganz, ganz kurz Werbung machen. Gebt mir 18 Sekunden. Loot hat jetzt am Wochenende etwas nagelneues gedroppt, und zwar Milkshake Energies. Richtig geil. Im Prinzip sind es keine Energies, es sind Milkshake-Sorten. Wir haben Strawberry, wir haben Pistazie und wir haben Cookie. Also das ist Cookie, das ist Pistazie. Das Ganze wird ganz normal mit Milch gemacht. Und Leute, ich kann euch eins sagen. Der Strawberry Milkshake von Loot hat komplett mein Leben verändert und eigentlich auch das Leben von allen anderen, die den zum ersten Mal jetzt probiert haben. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine gesunde Alternative zu dem McDonald's Erdbeershake hierbei. Oder, wenn ihr es noch extremer wollt, weniger als 2 Gramm Zucker, Koffein mit drinne. Das Ganze wird natürlich mit Milch angerührt. Ihr könnt es auch mit Wasser machen. Oder ihr nehmt 2 Drittel Milch und nehmt 1 Drittel Wasser. Dieses absolute Wunderzeug ist so unglaublich lecker. Und ich kann euch nur eins sagen, Erdbeere ist mein absoluter Favorit. Ich meine, guckt es euch an, allein die Farbe ist so geil. Einer der wenigen aktuell, die das wirklich anbieten, die Produktion davon hat Monate gedauert. Ich durfte sogar teilhaben davon. Und Jungs, ich schwöre es euch, auf alles, was mir heilig ist, es ist 1:1 McDonald's Erdbeergeschmack aus dem Erdbeershake mit weniger Zucker, ohne Sirup, ohne alles. Ich kann euch nur anbieten, sucht euch einfach 1 oder 2 oder 3 davon aktuell aus. Mit dem Code CHAPPY20 kriegt ihr die auch noch deutlich günstiger. Zu jeder Bestellung bekommt ihr aktuell auch noch einen ganzen Cube Ultra Instinct dazu. Jetzt haben wir aber in Call of Duty Vanguard noch eine Mechanik, die, wie gesagt, True Game Data rausgefunden hat, die dafür sorgt, dass gute Spieler mit gutem Aim einen unfairen Nachteil haben, der gar nicht sichtbar ist. Wenn ihr mit eurer Waffe irgendwo auf ein Ziel schießt, ist es, je nachdem, ob ihr ein Sturmgewehr, SMG oder ähnliches habt, durchaus möglich, dass die Schüsse, die von eurem Visier aus 100% treffen, nicht dort ankommen, wo sie ankommen. Das Ganze nennt man auch Bloom. Das heißt, sobald ihr in der LDS seid, das heißt ins Visier guckt und auf einen Gegner zielt, je nachdem welche Waffenkategorie, ich habe euch das, und ihr seht das auch so hier ein bisschen, mit verschiedensten Waffen einmal beispielhaft gezeigt. Zum Beispiel bei den SMGs ist die Typ 100 da relativ gut. Die hat fast gar keinen Bloom, die trifft so, wie ihr das seht. Während, jetzt als Beispiel dagegen, die MP40. Falls ihr schon mal jetzt in den ersten Runden das Gefühl hattet, dass ihr auf Range irgendwie, ihr zielt auf den Gegner, ihr trefft den Gegner aber einfach nicht, und dann denkt man drüber nach und denkt, okay, das ist jetzt Lag oder sonst irgendwas. Das ist der Bloom, der hier noch nie so stark bei Waffen verteilt war wie hier im Game. Bei MPs und SMGs macht es teilweise Sinn. Man will natürlich als Entwickler da sicher gehen, dass die Waffen auf Range nicht stärker sind als Sturmgewehre. Bei den Sturmgewehren ist es so, dass bei der STG zum Beispiel der Bloom sehr klein ist. Das heißt, ihr trefft mit fast allen Schüssen genau dorthin, wo ihr hinzielt. Während ihr aber zum Beispiel mit dem Volkssturmgewehr und der AS-41 heißt sie, glaube ich, einen Bloom habt, und das seht ihr auch, der so breit auseinander geht, dass ihr keine Chance habt, alle eure Schüsse ordentlich zu hitten. Und das Ganze habe ich getestet, indem ich mich komplett an eine Mauer angelehnt habe und gemountet habe. Was bedeutet, dass da bis auf ein bisschen Idle Sway, das heißt, wenn man im Scope ist, wie das Visier ein bisschen hin und her wackelt, überhaupt keine Bewegung sein dürfte. Kein Rückstoß, kein gar nichts. In WW2 vor 3-4 Jahren, als das Game rauskam, gab es diesen Bloom in ganz kleiner Ausführung bei einigen der SMGs. Damit hat Sledgehammer damals sicher gehen wollen, dass eben zum Beispiel die PPSH oder die Typ 100 oder was auch immer man nehmen konnte, nicht zu stark sind, damit man eben auf Range mit SMGs nicht den Vorteil hat. Hier ist es aber so, dass fast jede der Primärwaffen diesen Bloom hat. Die LMGs sind da relativ von befreit, wobei die Bren mit Abstand die beste ist. Bei den Sturmgewehren ist die STG relativ entspannt, was wiederum dafür sorgt, dass die meisten Leute spielen, weil sie damit die meiste Hit-Connection wirklich haben. Und dann bei den SMGs ist die Typ 100 sehr, sehr gut. Sehr, sehr schlecht sind eben die anderen Waffen. Da kann ich euch nur empfehlen, bei Exclusive Ace nochmal reinzuschauen. Der hat komplett einen Chart mit jeder einzelnen Waffe dazu, wo man sich per Screenshot theoretisch auch angucken kann, welche Waffe man gerne nutzen möchte und welche nicht. Wie kriegt man diese Problematik als guter Spieler gelöst? Während das Gunsmith-System hier in Vanguard, finde ich, unglaublich kompliziert ist. Also
meiner Meinung nach auch zu kompliziert. Es gibt zu viele Aufsatzvarianten, die Vorteile haben, die Nachteile haben. Gibt es eine Rubrik, die ich bisher komplett missachtet habe? Während ich natürlich geguckt habe, ADS-Time, ich will schnell im Scope sein, Sprint-Out-Time, die man mit dem Perk Gung-Ho auch auf 0 setzen kann, kleiner Tipp für euch, und deswegen Like und Abo dalassen, habt ihr auch noch die Möglichkeit, Rückstoßkontrolle zu reduzieren. Dann gibt es aber noch eine Rubrik, die heißt Präzision. Und da habe ich mich eigentlich gestern vorher schon gefragt, was die eigentlich heißen soll, weil Rückstoßkontrolle ist doch Präzision. Nein, Präzision ist die Rubrik, die ihr braucht, so gut wie möglich. Stackt eure Waffen damit auf, damit der Blumen, das heißt der visuelle, wirklich der visuelle Unterschied zwischen eurem Scope und dem Schuss, wo er ankommt, so klein wie möglich ist. Nehmt ihr also eine Waffe, die einen hohen Blumen hat, zum Beispiel das Volkssturmgewehr oder die AS-41, und achtet wenig darauf, dass eure Präzision in der Rubrik höher ist, weil ihr vielleicht andere Aufsätze nehmt, habt ihr das Problem, dass ihr sehr inkonstante Gunfights habt und immer wieder das Gefühl habt, dass ihr benachteiligt werdet. Und das ist im Prinzip auch so. Die Typ 100 als Beispiel, da braucht ihr keinen Aufsatz für Präzision nehmen, weil sie von Grund auf eigentlich fast keinen Blumen hat. Dann gibt es eben die STG, da braucht ihr das eigentlich auch nicht. Da könnt ihr dann alle anderen Aufsätze für nehmen. Diese Game-Mechanik, wenn ich das zusammenfassen soll, ist Schwachsinn leider. Solche Game-Mechaniken haben meiner Meinung nach nichts mehr in dem Game zu tun. Wenn wir schon eine niedrige Time-to-Kill haben, heftige Aufsatzvarianten, die ähnlich wie Doppelgroßkaliber wirken, wenn wir solchen Blumen haben, wenn all diese Sachen schon mit reinspielen, brauchen wir eins definitiv nicht mehr, und zwar Skill-Based Matchmaking. Wenn wir aber Skill-Based Matchmaking haben, brauchen wir nicht noch mehr dafür sorgen, dass in den Brackets etwas schlechtere Spieler noch mal mehr Vorteile haben. Lasst mich gerne wissen, Leute, was ist eure Meinung dazu? Habt ihr das schon festgestellt, gerade bei der MP40, wo es extrem ist, dass ihr auf Long Range jemanden killen wollt und ihr trefft den einfach nicht? Oder sagt ihr, es ist euch eigentlich egal, man nimmt dann einfach nur die Waffen, die wenig Blumen haben? Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Leute. Ich bin raus, haut rein.